Anfang Februar sind wir offiziell in die Vorbereitungsphase für die Rückrunde gestartet. Nebst unserem bestehenden 21-Mann-Kader haben wir neu 7 Spieler aus der zweiten Mannschaft und aus den B-Junioren in ein erweitertes 1-Kader aufgenommen. So sind wir in den meisten Trainings über 20 Spieler gesehen. Dank dem, dass ich neben Stadi als Assistenztrainer neu auch noch Sandro Solka als Fitnesstrainer zur Unterstützung habe, haben wir sehr intensive Trainings durchführen. Ich darf mit Stolz sagen, die Mannschaft ist physisch so fit wie noch nie. Gleichzeitig haben wir auch an unserem Spielsystem, das wir seit gut einem Jahr erfolgreich praktizieren, weiter gearbeitet und noch etwas dran gefühlt. Ein Highlight war natürlich das Trainingslager in 6 Tagen in Malta. Wir konnten dort jeden Tag 2-mal unter Top-Bedingungen trainieren. Die ohnehin schon super Teamstimmung, die wir haben, ist nochmal gewachsen in dieser Woche. Und wenn wir in Malta ausnahmsweise mal in Ausgang sind, haben sich die Spieler sogar dort professionell verhalten und die beste Werbung für den Verein gemacht. Unser Mehrgeschäft, Michael Schinderlinger, hat mir erfreut mitteilt, es gäbe gerade mehrere neue Abonnentinnen auf dem FC-Facebook-Profil. So sind wir glücklich und gesund alle wieder in Zürich gelandet und haben sogar noch einen Sieg im Gepäck aus dem Testspiel. Auch auf heimischem Boden haben wir weitere gute Testspiele zeigen. So haben wir unter anderem die höherklassigen Dürrenast und Meiringen bezwingen. Das Team ist also parat für die Rückrunde. Und es ist eine wahre Freude, zu sehen, wie sich die Mannschaft in den fast 4 Jahren, als ich jetzt hier Trainer bin, entwickelt hat. Anfang der Saison hatten wir das Ziel, möglichst lange mit dem Titel mitzuspielen. So wie die Situation jetzt ist, werden wir alles daran setzen, Ende der Saison den momentanen ersten Platz immer noch innen zu haben. Klar, jeder Gegner wird jetzt versuchen, uns das Bein zu stellen. Aber wir sind bereit, alles zu geben und noch etwas mehr. Es wäre schön, wenn ein bisschen mehr Leute das live in die Lanzen würden schauen würden. Die Jungs hätten das verdient. Sie sind einfach sensationell. Also was ich zur Stimmung im Team kann sagen kann, ist, dass sie sicher hervorragend ist im Moment. Ich wage sogar zu behaupten, dass sie noch nie so gut war wie jetzt. Ich denke, ein wesentlicher Beitrag hat dazu auch beigetragen, die Abstiegssaison. Wir hatten einen grossen Wandel in der Mannschaft. Viele Spieler sind gegangen, aber wir haben das Team auch mit Jungen und vor allem Spielern aus dem eigenen Nachwuchs können auffüllen. Wir haben ein bisschen Zeit gebraucht, aber die Zeit hat jetzt genau aus diesen Spielern auch Leistungsträger gemacht. Und ich würde sagen, wir haben ja sehr viel Qualität gewonnen. Und die Qualität wirkt sich natürlich auch positiv auf die Stimmung aus. So kommen wir gerade zum Ziel. Für die Mannschaft, also wenn ich die Gegebenheiten anschaue, die wir zur Verfügung haben, sehen wir uns ganz klar an der Tabellenspitze Ende der Saison. Und darum ist das Ziel Rang 1. Merci. Ja, jetzt der Fitnesspart bei uns im Team ein bisschen übernommen. Du sie dort ein bisschen coachen, ein bisschen zu ihnen schauen. Du schauen, dass ihre Ausdauer so auf dem Stand sein soll, dass sie 90 Minuten durchhaben. Du auch viel mit einer Kräftigungsübung machen, vor allem im Rumpfbereich, dass wir hier Stand haben gegen die anderen Teams, auch wenn wir sehr ein junges Team sind. Es kommen gestandene Männer auf uns zu. Ich habe das Gefühl, momentan sind wir recht gut dran, vor allem was ausdauermässig, was das anbelangt, können wir gut mit den anderen Teams mithalten. Und jetzt in der Saison werden wir dann sehen, von Spiel zu Spiel, wie es weitergeht, wie wir da mögen, wenn wir die 90 Minuten so durchhaben.
Und ich bin gespannt, was die Jungs werden leisten. Für mich auf jeden Fall, weil ich habe das Gefühl, dass wir, vor allem weil wir auch so ein junges Team sind und viele technisch starke Spieler haben, sind wir echt andere in diesem Bereich überlegen. Eben klar im Fitnessbereich, was so Kraft anbelangt, dort können wir noch gegenüber anderen Teams aufholen, aber da sind wir auf einem guten Weg. In Malta haben wir gegen so einen Part gemacht, wo wir vielleicht so 10 Minuten zusammen Kräftigungsübungen gemacht haben. Haben viel Bauch, eben Rumpf, der Rücken, dass das alles ein bisschen zusammenspielt, dass sie robuster werden auf dem Platz. Wenn mal ein Gegner kommt, dass sie den Körper herhaben und auch so den Ball können abschirmen. Ja, mir liegt echt am Herzen, dass wir an dem, wo wir jetzt an dem Stand, wo wir jetzt sind, dass wir aufbauen können, dass wir nicht bleiben stehen an diesem Punkt, sondern wirklich weiterkommen und noch unsere Zacken zulegen können. Ich glaube, auch die Vorbereitungsspiele ist mir zuversichtlich gestimmt, was jetzt die Saison anbelangt. Wir haben gute Vorbereitungsspiele gehabt, wir haben gute Phasen gehabt. Eben Phasen, jetzt hoffe ich, dass wir das noch auf das ganze Spiel ummünzen können und dass wir das 90 Minuten zeigen können. Nein, Pläne. Ich habe das Gefühl, also, auf dem dritten Liga-Niveau müssen wir da noch nicht so gross professionell, dass sie den Plan abarbeiten müssen. Aber ich tue einfach mit ihnen zusammen ein paar Übungen machen, tue ihnen Übungen zeigen, wie sie sie machen müssen. Und das ist dann eigentlich im Verantwortungsbereich von jedem Einzelnen, dass er die Übungen vielleicht auch noch daheim macht, vielleicht auch mal an einem Wochenende. Da kann sich eigentlich jeder selber lieb sein. Ich wünsche allen Mannschaften vom FC Interlaken einen erfolgreichen Start in die neue Saison. Eine gute Rückrunde, vor allem verletzungsfrei. Und dass wir in allen Teams unsere ausgezeichnete Ausgangslage auch nutzen können, an dem anknüpfen, was wir in der Vorrunde hatten. Mit dem Wissen, dass es nicht selbstverständlich ist, dass wir auch Gegner haben, die auch aufrüsten, die auch gut trainiert haben. Und dennoch bin ich zuversichtlich, dass wir dort an den Leistungen anknüpfen können und dass das alles eigentlich erfolgreich wird ablaufen. In diesem Sinne allen zusammen alles Gute und vor allem das Wichtigste, weiterhin viel Spass zu haben miteinander und mit Freude shooten auf den Platz. In diesem Sinne, gute Saison. Ich wünsche allen Mitgliedern des FC Interlaken eine gute und unfallfreie Saison.